Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Freitagabend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Die Pflegereform kommt. Wer sich um Hilfsbedürftige kümmert, kriegt etwas mehr Geld. Dafür müssen Versicherte höhere Beiträge zahlen. Tesla in Schwierigkeiten. Beim selbstfahrenden Auto läuft es nicht rund und bekannt wurde das durch ein internes Datenleck. Das Geheimnis des Lebens. Beim Festival in Cannes feiert Wim Wenders die kleinen Rituale des Alltags mit einem neuen Film. Rund 5 Millionen Menschen hierzulande sind derzeit auf Pflege angewiesen. Die meisten, 4 von 5, werden zu Hause durch Angehörige versorgt. Das heute verabschiedete Gesetz soll die Pflegenden entlasten und unterstützen. Bevor wir Betroffene zu Wort kommen lassen, zeigt Axel Konrad kurz die wichtigsten Punkte. Mehr Leistung kostet Geld und so steigen die Beiträge zur Pflegeversicherung. Und das schon ab Juli. Der allgemeine Satz auf 3,4% des Bruttoeinkommens. Kinderlose zahlen mehr, Eltern weniger, gestaffelt nach der Zahl der Kinder. Wer Angehörige zu Hause pflegt, bekommt 2024 5% mehr Pflegegeld. Ab 2025 sind es nur noch 4,5%. Dafür gibt es dann mehr Geld, wenn ein pflegender Angehöriger ausfällt, zum Beispiel wegen Krankheit und dann Ersatz braucht. Und es gibt mehr Pflegetage für berufstätige Angehörige. Bisher waren das einmalig 10 Tage. Ab 2024 gibt es die 10 Tage jedes Jahr. Für die Pflege im Heim steigen die Zuschüsse zum Eigenanteil, gestaffelt nach der Dauer des Aufenthaltes. Im ersten Jahr um 10 Prozentpunkte auf 15%, ab dem vierten Jahr auf 75%. Zu wenig Entlastung und zu viel Bürokratie kritisieren Verbraucherschützer. Und selbst der Gesundheitsminister räumt ein, das sei kein perfektes Gesetz, es brauche weitere Schritte. Er sagt auch, die Gesellschaft könne sich glücklich schätzen, dass sich so viele Angehörige der Pflege widmen. Ines Trams. Die Pflegerin wechselt den Verband von Jürgen Treibert. Er ist einer von 4 Millionen Pflegebedürftigen, die von Angehörigen oder ambulanten Diensten zu Hause versorgt werden. 300 bis 900 Euro gibt es dafür monatlich, je nach Pflegegrad. Um 5% soll dieses Pflegegeld ab nächstem Jahr nun steigen. 5% Steigerung ist aus meiner Sicht für die Betroffenen eine Katastrophe aus der Form, das ist nicht mal eine Mühe mehr, dass sie sich mehr Leistung einkaufen können. Es wird nicht reichen. Im Bundestag verteidigt der Gesundheitsminister die Reform. Dies sei nur ein erster Schritt. Ich weiß, dass dieses Gesetz kein perfektes Gesetz ist und wir werden weitergehen. In einem Jahr werden wir die Basis der Finanzierung der Pflegeversicherung verbreitern. Darauf haben wir uns in der Ampelregierung geeinigt. Höhere Unterstützung für pflegende Angehörige, wenn die ausfallen. Doch das Pflegegeld steigt weniger stark als angekündigt. Der Opposition ist das zu wenig. Das, was Sie uns nun vorlegen, ist keine Reform, sondern ein dürftiges Aufsichtfahren. Wieder mal der kleinste gemeinsame Nenner. Während der letzten Erhöhung der Gelder für Pflegeleistungen seit 2017 haben wir eine Verteuerung, eine Inflation von 17%. Sie erhöhen erst ab dem nächsten Jahr und dann erst mal nur um 5%. Real kürzen Sie bei den Menschen, die von der Pflege betroffen sind. Zu wenig sei das, sagt auch Pflegerin Christina Bauer. Sie merkt, wie sehr die Patienten sparen müssen. Das ist für den einen oder anderen mit Sicherheit schon heftig. Oder die haben dann Leistungen, die wie Kämmen oder so, haben die dann halt rausgestrichen, halt, um irgendwo noch ein paar Cent einsparen zu können. Das Gesetz geht im Bundestag durch. Doch Pflegerin Bauer weiß, die Pflege ist längst nicht zukunftssicher. Eine große Reform steht noch aus. Erst noch durch den Bundestag muss das umstrittene Heizungsgesetz. Wirtschaftsminister Habeck hat angekündigt, den Entwurf nachzubessern. Danach sollen neue, umweltfreundliche Heizungen erstmal nur für Neubauten verpflichtend werden, erst später für Bestandsgebäude. Das wäre auch angesichts von Handwerkermangel und Lieferengpässen eine Hilfe, sagte Habeck. Am Dienstag soll es weitere Gespräche geben. Wie kommt das alles an, das Heizungsgesetz, das Gerangel darum, alles Fragen im Politbarometer? Guten Abend, Matthias Fornoff, du hast Antworten. Ich hoffe doch sehr.
Viel Aufregung jedenfalls um die Frage, ob Heizungen, die ab 2024 neu eingebaut werden, zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Eine Mehrheit von 56% der Befragten fände das gut. 39% nicht. Und wie steht's insgesamt um das Tempo der Klimaschutzmaßnahmen? Das geht zu schnell, finden 34%. 42% geht es zu langsam. 16% finden das Tempo gerade richtig. Bei den 18- bis 34-Jährigen sagen 60%, das ist zu langsam. Das klingt nicht nach großem Applaus für die Bundesregierung. Nein, denn der Dauerzoff in der Ampel kommt nicht gut an. Dass die Bundesregierung ihre Arbeit gut macht, sagen 41%. 51% sagen, sie arbeitet schlecht. Wenn CDU und CSU regieren würden, erwarten 48% keinen Unterschied. Viel Skepsis also gegenüber den etablierten Parteien. Davon profitiert die AfD. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 20% plus 1 im Vergleich zur Umfrage vor 3 Wochen. Union 28 minus 2, Grüne 16 minus 1, FDP 6, AfD 17 plus 2, Linke 5%. Das hieße keine Mehrheit für die Ampel, wohl aber für eine große Koalition oder Jamaika, also Union mit Grünen und FDP. Dankeschön, Matthias Vornoff. Das ausführliche ZDF-Politbarometer gibt es heute Abend ab 22 Uhr im Heute-Journal. Und alle Zahlen und Ergebnisse zu den Umfragen finden Sie jederzeit auch in unserer ZDF-Heute-App. In Estland hat Bundeskanzler Scholz mit den Regierungschefs aller 3 baltischen Staaten gesprochen. Dazu gehören auch Lettland und Litauen. Scholz warnte, der Krieg in der Ukraine dürfe keinesfalls zu einem eingefrorenen Konflikt werden. Die Staaten der NATO-Ostflanke fühlen sich wegen des russischen Angriffskriegs besonders gefährdet. Eine überraschende Umarmung bekam der Bundeskanzler am Mittwochabend am Frankfurter Flughafen. Da hatte sich ein Mann völlig unbemerkt an allen Sicherheitsdiensten vorbei aufs Rollfeld geschmuggelt und Olaf Scholz an den Hals geworfen. Der sieht den Vorfall zwar relativ entspannt, trotzdem tun sich eine Menge Fragen auf. Mathis Feldhoff in Berlin. Wie konnte das passieren? Na, das war eine veritable Sicherheitspanne, das kann man gar nicht schönreden, dass ein Unbekannter sich mit seinem Auto in die Kolonne des Kanzlers auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen einreihen kann, über 20 Kilometer und 3 Autobahnen mitfahren, dann auf das Rollfeld gelangen kann und dort dann völlig unbehelligt dem Kanzler erst die Hand geben und anschließend umarmen kann. Das ist ein Vorfall, den hat es bisher so nicht gegeben. Olaf Scholz hat das vor gut einer Stunde in Tallinn als nicht besonders dramatisch empfunden. Allerdings ist das auch ein, sagt er, wir haben das doch von den, das werde vielfach von Menschen angesprochen. Nach der Umarmung wurde der 48-Jährige dann von der Polizei festgenommen. In einer ersten Vernehmung soll er gesagt haben, er habe geglaubt, es handele sich um einen Hochzeitskorso. Ein Drogentest soll positiv gewesen sein. Ja, wird diese Panne Konsequenzen haben? Ja, auch wenn der Kanzler das persönlich erstmal ein bisschen herunterspielt, beim BKA und im Bundesinnenministerium ist man doch sehr alarmiert. Die Bundesinnenministerin hat gesagt, sowas darf nicht passieren und das soll Untersuchung soll jetzt klären, wer eigentlich die Verantwortung trägt. Auf solchen Fahrten, die der Kanzler unternimmt, ist ja nicht nur das BKA zuständig, sondern in diesem Fall auch die Bundespolizei für den Frankfurter Flughafen und die hessische Landespolizei. Offenbar ist der Mann von den Bodyguards des Kanzlers nach der Umarmung gebeten worden, vom Kanzler wegzutreten. Er habe sich dann in sein Auto gesetzt und erstmal in Ruhe eine Zigarette geraucht. Die hinzugerufene Bundespolizei habe ihn dann festgenommen. Danke, Mathis Feldhoff. In die Ukraine. Dort gab es wieder mehrere russische Luftangriffe, unter anderem auf die Hauptstadt Kiew. Mehr als 30 Drohnen und Raketen seien abgefangen worden. In der Großstadt Dnipro traf eine Rakete ein Krankenhaus. 2 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche wurden verletzt, darunter auch Kinder. Unterdessen haben Russland und die Ukraine erneut Gefangene ausgetauscht. Allein 106 Ukrainer seien freigekommen. Immer mehr Menschen kommen illegal nach Deutschland. Was soll man dagegen tun? Die Innenminister von Sachsen und Brandenburg hatten zuletzt Personenkontrollen an den Grenzübergängen nach Polen und Tschechien gefordert.
Keine gute Idee, meint Bundesinnenministerin Faeser und verweist auf die Folgen für die Menschen in der Region. Stefan Kelch berichtet. Manchmal sieht ein Fahndungserfolg nicht wie ein Erfolg aus. Diese Flucht eines Schleppers endete mit einem Unfall. 29 Flüchtlinge wollte er illegal nach Deutschland bringen. Der Migrationsdruck an den Grenzen zu Deutschland nimmt derzeit vor allem an der polnischen Grenze zu Sachsen zu. Die allermeisten Aufgriffe der Bundespolizei an der polnischen Grenze kommen über die Belarus-Route mit russischen Visa. Das kann sich jeder jetzt selbst ausmalen, was da dahinter stecken könnte. Aber das hat nicht mehr etwas mit normalem Asylgebaren zu tun. Und deswegen glaube ich, sind wir da an dem Punkt, dass wir das letzte Mittel ergreifen müssen. Deswegen haben wir den Antrag auch an die Bundesministerin gestellt. Sachsen will stationäre Kontrollen. Innenministerin Faeser, heute im sächsischen Grenzland unterwegs, setzt auf den Erfolg flexibler Kontrollen. Auch die Schleierfahndungen seien intensiviert worden. Faeser verweist darauf, dass die Grenzpolizei durch Hundertschaften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkt worden sind. Grenzen schließen will sie nicht. Diejenigen, die das jetzt fordern, sollten bedenken, was es für die Menschen bedeutet im konkreten Alltag. Es kommen sehr viele Pflegekräfte, gerade auch aus Polen, tagtäglich über die Grenze. Es sind sehr, sehr viele Handwerker, die Wirtschaft, unsere Wirtschaftsketten, die werden durch stationäre Grenzkontrollen, lange Staus massiv beeinträchtigt. In der kommenden Woche wird es bereits ein weiteres Treffen dieser Art geben. Geht es nach Sachsen und Brandenburg, dann würden dabei stationäre Grenzkontrollen beschlossen. Armut und Arbeitslosigkeit, um Fluchtursachen wie diese zu bekämpfen, gibt die Bundesregierung jährlich Milliarden aus, etwa in Afrika. Gleichzeitig aber verschärfen reiche Länder die Probleme vor Ort, beispielsweise durch industriellen Fischfang. So im Senegal. Seit internationale Fangflotten dort vor den Küsten unterwegs sind, gibt es für die örtlichen Fischer kaum noch Arbeit. Aus der Hafenstadt St. Louis, Susanne von Lujewski. Die Männer von St. Louis haben nicht viel zu tun. Jeden Tag treffen sie sich an einem kleinen Spielautomaten. Denn Jobs gibt es an der Atlantikküste Senegals nur wenige. Perspektive nicht in Sicht. Vor der Tür liegt das Meer, das die Menschen jahrhundertelang mit reichlich Fisch versorgte. Doch seit die großen Trawler aus Europa und Asien hier unterwegs sind, reicht der Fang für nur wenig mehr als den Eigenbedarf. Nicht nur Amsadou Fall hat über die Flucht nach Europa nachgedacht. Ich denke ständig über all die Schwierigkeiten nach, denen ich begegne. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder das auch erleben. El Ashenbaye hat schon 5-mal vergeblich die Flucht nach Europa angetreten. Durch die Wüste nach Marokko übers Mittelmeer oder direkt über den Atlantik. Als Senegalese hat er kein legales Aufenthaltsrecht in Europa und will es trotzdem weiter versuchen. Dort zu leben und dorthin zu gehen, das ist für mich einfach besser. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Der Forscher Boubou Al-Diouma fordert seit langem ein besseres Bildungssystem und dass die Regierung auch andere Wirtschaftszweige fördern muss. Wir müssen die Landwirtschaft und die weiterverarbeitende Industrie stärken und das ist es, was den Senegal aus dieser Entwicklung herausbringen kann. Die meisten Männer im Senegal aber glauben nicht mehr an eine Perspektive. Sie wollen einfach nur weg und riskieren ihr Leben auf dem Weg übers Meer. Firmen müssen sensible Informationen über Kunden und Mitarbeiter sicher aufbewahren. Damit hat der E-Autobauer Tesla aber offenbar ein Problem. Dem Handelsblatt wurde ein riesiger Datensatz zugespielt, etwa über Gehälter und Adressen von mehr als 100.000 Beschäftigten. Und, wichtiger Punkt für alle Tesla-Fahrer, über mögliche Sicherheitsprobleme beim Autopiloten. Christian Volk berichtet. Hier soll die Zukunft des selbstfahrenden Autos entstehen. Im Tesla-Werk in Grünheide in Brandenburg. Tesla rühmt sich bereits jetzt mit einem Autopiloten voller hochmoderner Assistenzsysteme. Doch Handelsblatt-Recherchen zeigen, es gibt offenbar tausende Beschwerden, die erhebliche Zweifel an der Sicherheit aufwerfen. Sie klingen so. Als meine Frau heute mit unserem Baby unterwegs war, hat das Auto wie aus dem Nichts automatisch beschleunigt. Häufiges Phantombremsen auf zweispurigen Autobahnen macht den Autopiloten fast unbrauchbar.
Immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen mit Tesla. In den USA gibt es mehrere Gerichtsprozesse, die Verkehrsbehörde ermittelt. Ein Problem: Tesla-Autos versuchen laut Experten auch in anspruchsvollen Situationen selbst die Kontrolle zu behalten und nicht an den Fahrer abzugeben. Sodass in dem Moment, wo es dann eben nicht mehr klappt, die Anforderungen an den Fahrer extrem groß sind. Der müsste dann eben in extrem kurzer Zeit sehr stark reagieren, was natürlich vielen Menschen nicht gelingt. Dem Handelsblatt wurden außerdem sensible Daten von Zehntausenden Kunden und Mitarbeitern zugespielt, offenbar von einem Ex-Tesla-Angestellten. Er habe wie viele andere etwa Zugriff auf unzählige Bankverbindungen und Gehaltsabrechnungen gehabt, die ihn gar nichts angingen. Datenschutzbehörden sind alarmiert. Beschäftigtendaten sind besonders geschützte Daten und in jedem Unternehmen, auch jeder öffentlichen Stelle, ist es so, dass die nur einem sehr begrenzten Personenkreis zugänglich sein dürfen. Und insofern ist es ungewöhnlich, wenn sehr viel mehr Personen eine Möglichkeit haben, auf diese Daten zuzugreifen. Gegenüber dem ZDF wollte sich Tesla heute nicht äußern. Sollte es tatsächlich zu einem Datenleck gekommen sein, ist eine Strafe in Milliardenhöhe möglich. Stichwort Autos. Der Freitag vor Pfingsten ist üblicherweise einer der staureichsten Tage des Jahres. Bundesweit war es heute ziemlich voll auf vielen Strecken, wie hier auf der A7 in Niedersachsen. Und auch für das lange Wochenende rechnet der ADAC mit starken Behinderungen, vor allem im Süden, klassisch am Samstagvormittag und am Pfingstmontag. Und jetzt Bühne frei für Wim Wenders, 77 Jahre alt, deutsche Regie-Ikone. In Cannes ist er gleich mit zwei Filmen vertreten. Vor fast 40 Jahren gewann er dort die Goldene Palme. Und jetzt hat Wenders offenbar wieder Chancen auf eine. Weil sein Film Perfect Days so begeistert. Ein liebevolles Plädoyer fürs Glück im Einfachen und im Hier und Jetzt. Anna Wasberg. Wim Wenders scheint die Weltpremiere seines Spielfilms Perfect Days kaum abwarten zu können. Vor dem Kinosaal herrscht glamouröse Festivalstimmung, die das Gegenteil von dem ist, was dann in den nächsten zwei Stunden folgt. Eine Geschichte über den Alltag eines Toilettenreinigers in Tokio. Subtil, liebevoll, ruhig. In der ersten Stunde gibt es kaum Dialoge. Der Film lenkt die Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge, auf das Hier und Jetzt. Das alles sei tief aus seiner Seele gekommen, sagt Wenders. Mir ist mein eigener Alltag ja auch entglitten, wie allen von uns. Ich habe auch für nichts mehr Zeit gehabt, möchte ich fast sagen. Und dann habe ich halt so ein bisschen eine Utopie erzählt von einem, der es ziemlich radikal gut hingekriegt hat. Dieses Mal auf Japanisch, wenn gesprochen wird. Hauptdarsteller Koji Yakusho schafft es, fast alle Emotionen seiner Figur Hirayama mit den Augen und mal einem Lächeln zu zeigen. Ich wäre gerne so wie Hirayama, jemand, der keine materiellen Begehren hat. Er liest nur Bücher, die er mag, lebt ein ruhiges Leben, geht zu Bett, zufrieden. Wenders trägt nicht dick auf mit seinem Film, den er innerhalb von nur 3 Wochen gedreht hat. In Cannes wird er dafür gefeiert, für einen Wettbewerbsbeitrag mit vielen Klos und viel Ästhetik. Tja, Wim Wenders. So, morgen um die Zeit wissen wir, wer deutscher Meister ist. Ja, und so sieht die Ausgangslage aus. Der Titelverteidiger aus München mit 2 Punkten Rückstand auf den BVB, der kann es in Köln aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Dortmund hat es also selbst in der Hand, die Schale nach 11 Jahren wieder in den Pott zu holen durch einen Heimsieg gegen Mainz. Als sie das letzte Mal den Titel holten, stand er noch mit in der Kurve. Diese Meisterschaft wäre vor allem sein Werk. Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Wir sind bereit, den letzten Schritt gemeinsam zu gehen. Und das als Mannschaft, als Verein, als Stadt. Die Bayern sind durch den Trainerwechsel nicht besser geworden. Er hat eine verunsicherte Mannschaft weiter verunsichert. Dem Titelsammler bleibt nur das Prinzip Hoffnung. Man muss nur eine kleine Unaufmerksamkeit in einem Fußballspiel geben. Es kann eine rote Karte, Elfmeterentscheidung, Standardsituationen, Rückstände, was weiß ich. Es kann immer passieren. Verantwortlich sind die Verantwortlichen. Spannend, was der Aufsichtsrat am Dienstag entscheidet.
Ja, morgen Nachmittag also Showdown in der Bundesliga und am Abend noch ein spannendes Sporthighlight. Eishockey-WM-Halbfinale. Deutschland gegen die USA. In der Gruppenphase hatten die Amerikaner das DEB-Team knapp besiegt. Gelöste Stimmung bei Team Deutschland. Der Viertelfinalsieg gegen die Schweiz hat gezeigt, dass das Team dazugelernt hat nach der Vorrundenniederlage gegen die USA. Ich glaube, das war noch am Anfang, wo wir, würde ich sagen, Chancen vielleicht nicht unbedingt reingemacht haben. Ich glaube, in den letzten Spielen war Chancenverwertung von uns jetzt schon um einiges besser. Und ich glaube, ich würde sagen, wir haben uns jetzt eingespielt für die USA. Ich glaube, wir haben über weite Strecken besser gespielt als die Amerikaner. Haben sie deutlich hinten eingeschnürt und müssen einfach weitermachen, das Spiel sehr, sehr einfach zu halten. 2:3 verlor das deutsche Team gegen die USA vor 11 Tagen. Seitdem gab es nur noch Siege. Für das deutsche Tischtennisteam ist der Traum vom ersten WM-Gold seit 34 Jahren geplatzt. Dmitri Ovtcharov und Patrick Franziska unterlagen in Durban den Südkoreanern Yang Woo-jin und Lim Jong-hun im Halbfinale knapp in 2:3 Sätzen. Weil aber bei der Tischtennis-WM der dritte Platz nicht ausgespielt wird, ja, gab es Bronze für das deutsche Doppel. Und das ist dann auch die erste und einzige Medaille für Deutschland bei dieser WM in Südkorea. In Südafrika. Südafrika. So viel Zeit muss sein, genau. Plötzlich Beulen im Auto, ärgerlich. War es Hagel, eine Fahrerflucht? Nein. Das Malheur brachte der Storch. Jean-Jacques wird er hier genannt, ist regelmäßig im Saarland zu Gast. Er hackt auf Autos herum, weil er sein Spiegelbild für einen Rivalen hält. Und weil er seine Frau, Lady Gaga, Mutter seiner Kinder, verteidigt. Immerhin, Jean-Jacques tut's aus Liebe. Das Wetter beschert uns ein Bilderbuch. Pfingstwochenende mit viel Sonne. Details hat gleich Katja Hornefer. Um 10 begrüßt sie Dunja Hayali im Heute-Journal. Morgen übernimmt hier Mitri Sirin. Wir sagen Danke und Tschüss und alles Gute. Auf bald. Guten Abend. Wenn Sie über Pfingsten in Mitteleuropa bleiben, dann können Sie sich auf Sonnenschein und klarblauen Himmel einstellen. Anders sieht es am Mittelmeer aus. Da gab es heute schon kräftige Unwetter, Gewitter und über Spanien viel Regen. Kein Regen fällt bei uns heute Nacht. Da bildet sich allenfalls etwas Nebel oder Dunst und es wird kalt. Im Sauerland sinken die Werte bis 2 Grad. Das heißt, dort droht sogar noch mal Bodenfrost. Sonst sinken die Werte auf 9 bis 4 Grad. Milder bleibt die Nacht am Inn und am Oberrhein mit 12 Grad. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 18 Grad hier auf Rügen und 26 Grad am Oberrhein. An der Nordsee bleibt es mit 14 Grad deutlich kühler. Dazu strahlt die Sonne. 13 bis 16 Sonnenstunden sind da durchaus möglich. Und das bedeutet auch eine hohe Sonnenbrandgefahr. Bei UV-Indizes von 6 oder 7 droht empfindlichen Personen ungeschützt in der Sonne bereits nach 20 Minuten ein Sonnenbrand. Und außerdem gibt es morgen auch eine große Gräserpollenbelastung. Und in den nächsten Tagen geht es ganz ähnlich weiter. Allenfalls am Pfingstmontag kann es vielleicht aus den Alpen heraus mal für ein Gewitter reichen. Guten Abend.